Warhammer 40k Space Marine 2 ist das nächste große Warhammer-Ding. Er lebt mit einer großen Waffenauswahl und einer exzellenten Grafik an der actiongeladenen Story-Kampagne. Die Kampagne könnt ihr auch zu dritt im Koop erleben und zusätzlich gibt es noch einen 6 gegen 6 Team-Multiplayer-Modus. Alle drei Editionen gibt es bei meinem Partner Moga und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Support. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. We are Space Marines. Rang: Captain der Ultramarines. Alter: 175 Jahre alt. Größe: 2,19 Meter. Gewicht: 340,194 Kilogramm. Waffe und erste Ausrüstung: Boltpistole und Kettenschwert. Captain Titus von den Ultramarines kämpft seit mehr als 150 Jahren für das Imperium. Obwohl er als relativ junger Space Marine gilt, ist er ein ausgezeichneter Veteran großer Feldzüge in der gesamten Galaxis. Seine Taten haben sich ausgezeichnet und er hat den Ruf, einer der mächtigsten Ultramarines der letzten Zeit zu sein. Seine frühen Jahre. Titus wurde auf der Welt Tarentus geboren. Der junge Titus hat die Grundausbildung überstanden und bei jeder Herausforderung schnitt er hervorragend ab, um der Beste unter den Rekruten zu werden. Als er ein Ultramarine-Speer wurde, stand er schließlich seinem ersten Kampf gegen die Außerirdischen gegenüber. Doch Titus wusste, dass er seinen Platz in der Welt gefunden hatte. Der Kampf war so natürlich wie das Atmen und sein Geist erhob sich in dem Wissen, dass er einen heiligen Kampf gegen die Feinde des Imperiums kämpfte. In seinen frühen Jahren als Ultramarine kämpfte Titus darum, sein Temperament zu überwinden. Das Nachgeben der Wut auf dem Schlachtfeld führte zu vielen knappen Auseinandersetzungen, bei denen nur sein Natürlichkeitsprinzip ausschlaggebend war. Seine Kampffähigkeiten retteten mehrmals sein Leben. Mit der Zeit lernte er, sein Temperament unter Kontrolle zu halten. Aber auch heute noch bricht diese Kontrolle zusammen, denn wenn man ihn mit einer Situation oder einer Person konfrontiert, kontert er hartnäckig mit seiner Eigenschaft, das zu tun, von dem er weiß, dass es getan werden muss. Außerhalb vom Kampf zeigt sich sein Temperament in einem Ausbruch schneidender Worte. Und im Umgang mit der Opposition, wo er stets versucht, seiner Meinung nach, die richtige Vorgehensweise zu ergreifen. Im Laufe der Jahre sammelte Titus Erfahrung und Ansehen auf dem Schlachtfeld. Er ist ein vertrauenswürdiger Bruder für die anderen Marines und seine Verbindung zu seinen Kampfbrüdern ist beständig und wurde mit jeder Kampagne stärker. Viele Ultramarines sind in den letzten 150 Jahren gefallen, so dass die Beziehungen mit seinen überlebenden Kameraden noch wichtiger geworden ist. Als Captain von einer Kompanie der Ultramarines sind ihm die Männer unter seinem Kommando lieber als sein eigenes Leben. Wenn einer von ihnen getötet wird, wird Titus nicht aufhören, ihn zu jagen, bis der Feind dafür mit Blut bezahlt. Sein engster Kampfbruder war Veteran Sergeant Sidonus. Der Space Marine wurde ein paar Jahrzehnte vor Titus geboren. Was als Beziehung zwischen Anfänger und Therapeut begann, entwickelte sich bald zu einer Freundschaft. Sidonus hat anscheinend alles gesehen und seine "war dort, habe es getan, kein Problem" Einstellung diente sofort dazu, angespannte Situationen zu entschärfen. Titus
nutzt Sidonus als Resonanzboden für den gesunden Menschenverstand. Für den jungen Space Marine Leedros war Titus eine Mentorfigur. Ein Krieger, der alles konnte und nichts falsch macht. Titus weiß, dass Leedros oft den Kodex zitierte und begab sich so in die angespannte Situation mit solchem Eifer, weil er seinen Kommandanten beeindrucken wollte. Titus erinnerte sich, wie diese ersten aufregenden Jahre als Space Marine waren und tadelte Leedros nicht zu hart für seine Begeisterung. Titus trauerte immer noch um den kürzlichen Verlust seines eigenen Mentors, Captain Trajan, der von Eldar in einer Routinemission getötet wurde. Titus hielt Trajan für den idealen Vertreter, denn er besaß die Anerkennung des Adels und die Ehre der Ultramarines. Seit seinem Tod erbte Titus das Kommando über Trajans Kompanie und Captain Titus strebte danach, Trajan zu übertreffen. Schon bei seiner ersten Begegnung auf dem Schlachtfeld wurde Titus interessierter im Denken hinter dem Angriff seines Feindes. Die Ausbildung verschaffte ihm ein umfassendes Verständnis und Titus wollte mehr darüber verstehen, wie die Alien-Strategien funktionierten, die gegen kleine Gruppen am Boden kämpften. Wenn man einen blutrünstigen jungen Ork beobachtete, was würde er tun? Bei jedem Kampf erlebte er aus erster Hand, wie unterschiedlich es war, gegen außerirdische Spezies und Dämonenhorden am Boden zu kämpfen, und nach entstanden taktische Muster. Um mehr über den Feind und seine Beweggründe zu verstehen, bekam er Einblick in ihre Stärken und Schwächen und wie man diese Schwächen im Kampf ausnutzt. Glücklicherweise schätzte Captain Trajan die Versuche von Titus, seine Feinde zu verstehen. Seine Fähigkeit, vorherzusagen, wie der Feind seine Gruppe angreift, rettete vielen Ultramarines das Leben. Jetzt, da er Captain ist, arbeitet Titus daran, das gleiche kritische Denken bei den Männern unter seinem Kommando zu vermitteln. Kreaturen des Chaos mit unerwarteter Widerstandsfähigkeit gehörten zu den gefährlichsten Feinden, die Titus konfrontiert hatte. An einem der dunkelsten Tage in seiner Erinnerung trat Titus und seine Truppe gegen einen Chaos-Hexer an, der Warp-Energiestrahlen so wie bösartige Blitze schwang. Die Energien schlugen die Ultramarines einen nach dem anderen nieder, bis nur noch Titus blieb, um sich dem Hexer zu stellen. Titus wusste, dass dies wahrscheinlich sein Tod bedeutete und stürzte sich auf den Feind und stach sein Energieschwert tief in die Brust des Hexers, selbst als dieser ihn mit Warp-Energien beschoss. Das Letzte, was Titus empfand, war Rache, als er den Hexer in seinem letzten Atemzug sah und dann wurde alles dunkel. Titus hätte sterben sollen, aber er tat es nicht. Zur Verwirrung der Ultramarines konnte sich Titus von seinen schweren Verletzungen genesen. Sie konnten nicht entdecken, warum er überlebt hatte. Obwohl Titus verstand, warum sie wachsam sein mussten, empfand er immer noch Groll über die Tatsache, dass einige Ultramarines an seiner nachgewiesenen Hingabe für den Imperator zweifeln könnten. Anatomie eines Space Marine. Die Space Marines sind der Höhepunkt der menschlichen Kriegsentwicklung und wurden vom Imperator während seines großen Kreuzzuges geschaffen. Sie sind die ultimative Waffe gegen die drohende Flut außerirdischer Aggressionen, die die gesamte Menschheit auszulöschen drohen. Auserwählt aus der Elite der unzähligen Milliarden Bürger der Menschheit, werden diese Aspiranten
einer umfangreichen Gentechnik unterzogen und erhalten eine jahrelange Ausbildung, die viele Rekruten nicht überleben. Sie sind bis zu 2,50 Meter groß und in eine nahezu unzerstörbare Reserverüstung gehüllt. Durch ihre wabenartige Struktur absorbieren sie einen Großteil der Energie eines Treffers und schützen dadurch das darunterliegende Gewebe. Unter der Panzerung liegen die Kraftverstärker, Servomotoren und mimtechnische Polymerfasern. Diese sorgen auch für Rückstoßdämpfung und ermöglichen es dem Träger, viele Waffen einhändig abzufeuern. Auch ohne ihre Rüstung sind sie leicht zu identifizieren. Neben ihrer Körpergröße und extremer Muskulatur haben Space Marines durch den Riesenwuchs charakteristische längliche Gesichtszüge. Die Gesichtszüge wirken breit und massig und sind durch den Riesenwuchs deutlich von normalen menschlichen Gesichtern unterscheidbar. Die genetischen Manipulationen konservieren die Gesichtszüge meist in einem alterslosen Stadium, das aussieht wie ein Mann in seinen 30ern oder 40ern. In seltenen Fällen kommt es vor, dass die konservierten Gesichtszüge ein Alter in den 20ern zeigen. Trotz der Deformation durch Riesenwuchs wirkt der Kopf eines Space Marines etwas zu klein für seinen Körper. Am Oberkörper führt der unter die Haut implantierte Carapax zu einem glatten Brustkorb ohne sichtbare Rippen. Der Brustkorb ist aber nicht aus einem Stück, sondern besteht aus mehreren flexibel verbundenen Knochenplatten. Darüber hinaus sind die Buchsen für die Anschlüsse ihrer Rüstung ein weiteres offensichtliches Zeichen, dass es sich um einen Space Marine handelt. Die Buchse im Genick schließt das Nervensystem des Space Marines an die Sensoren der Servorüstung an. Mit der Servorüstung wirken sie normal proportioniert. Aber ohne Servorüstung sieht man ihre riesigen Muskeln und ihre Gestalt wirkt fremdartig. Ein standardmäßig ausgerüsteter Space Marine trägt im Kampf eine Servorüstung und ist mit einem Boltergewehr und Granaten bewaffnet. Außerdem führt er einen langen Dolch bzw. ein Kurzschwert, das auch eine Energiewaffe sein kann. Zu Zeiten des Großen Kreuzzuges war es nicht ungewöhnlich, noch eine Nahkampfwaffe wie ein Kettenschwert mitzuführen. Gelegentlich zählen auch Sprengladungen zur Ausrüstung. Neben der Standard-Servorüstung existieren Varianten mit einem angeschlossenen Sprungmodul, welches dem Träger ermöglicht, in hoher Geschwindigkeit über das Schlachtfeld zu fliegen bzw. zu springen, sowie die schwere Terminator-Rüstung, deren Verwendung allerdings ausschließlich Veteranen und Befehlshabern vorbehalten ist. Neben diesen Rüstungsvarianten gibt es auch noch den Cybot. Gelegentlich kommt es vor, dass schwer verletzte Space Marines in einen Cybot gebettet werden, welcher von da an als ihr neuer Körper fungiert. Als Cybot kann der Space Marine noch nach dem symbolischen Tod dem Orden weiterhin dienen. Für all diese Rüstungen gibt es eine große Bandbreite an Ausrüstungen und Waffen, aus denen die Space Marines wählen können. Der Space Marine ist ein beeindruckender Anblick, den viele Menschen nie erleben werden. Space Marines sind nicht nur die Besten der Besten, sie sind auch ausgeglichen besser durch Technologie. Space Marines erhalten Psycho-Indoktrination und Training, um ihre Entschlossenheit zu stärken und ihnen die Möglichkeit zu geben, für längere Zeit ohne Schlaf zu agieren.
Während des Transformationsprozesses werden 19 Organe in den Empfänger implantiert. Dazu gehören ein sekundäres Herz und die Organe, die übermenschliches Wachstum fördern, die Wunden stopfen können, um Blutungen vorzubeugen und solche zur Verbesserung des Seh- und Hörvermögens auf übermenschliche Ebenen. Bei der Implantation wird ein Carafax unter der Haut des Space Marines eingesetzt und verbindet sich mit ihrem Nervensystem. Es ermöglicht ihnen, sich direkt mit ihrer Servorüstung zu verbinden, was sie zu einem Teil des Space Marine macht und nicht nur zu einer mechanischen Rüstung. Die Servorüstungen bestehen aus dickem Feststoffplatten und Ceramidpanzerung, die nahezu undurchdringlich zu allen Kleinwaffen sind und zerstreuen das meiste Energiefeuer. Die Servorüstungen kompensieren das enorme Gewicht, mit dem die Panzerung ausgekleidet ist, die Bewegungen des Benutzers nachbilden. Und dies ermöglicht ihnen, sich so zu bewegen, als wären sie frei vom schweren Anzug. Zur Rüstung gehört immer ein Rückenmodul, das einen Fusionsreaktor enthält, der bei ordnungsgemäßer Wartung und Treibstoffversorgung unbegrenzt Energie erzeugen kann. Daneben enthält es noch weitere Systeme, wie zum Beispiel Lebenserhaltungssysteme, Luftfilter, medizinische Soforthilfemaßnahmen und andere. Ein anderer wichtiger Bestandteil der Rüstung ist der Helm, da er mit einem breiten Spektrum an Sensoren ausgerüstet ist, die dem Space Marine diverse Anzeigen, unter anderem Wärmeortung und ultraviolettes Licht ermöglichen. Hinzu kommen noch Kommunikationseinrichtungen, Filter unterschiedlichster Art und ein eingebauter Computer, der die Bearbeitung und Verstärkung der so vermittelten Sinneseindrücke ermöglicht.